befinden uns hier in Bad Kleinkirchen in St. Oswald und üben eine Gondelbergung an der Brunachbahn. Die große Herausforderung ist, vor allem für einen Piloten, der ist da am meisten gefordert, der muss schweben, meistens bei widrigen Verhältnissen, bei böigem Wind und ist eigentlich sehr knapp bei der Liftseile dabei. Die nächste Herausforderung ist eigentlich für einen Techniker, der Windschoperretter, der was den Flugretter direkt zur Gondel hinunterlässt, wo das Windenseil ebenfalls sehr knapp bei der Gondel dabei ist. Und ebenfalls auch die Zusammenarbeit mit den Bergrettern, die was jetzt mit den Hubschraubern nicht so geschult sind. 2018 war ich als Flugretter bei der Liftbergung am Kreisberg dabei. Und da war die große Herausforderung, die 150 Skitouristen rechtzeitig vom Lift herunterzubringen. Es war, glaube ich, schon 15 Uhr, wie wir begonnen haben mit der Bergung. Und insgesamt waren dort, glaube ich, 5 Hubschrauber an der Bergung beteiligt. Und innerhalb von 3 Stunden haben eigentlich die 150 Skitouristen vom Lift geborgen mit dem letzten Tageslicht eigentlich. Und alle waren unverletzt und froh, dass sie eigentlich runter sind vom Lift. Heute sind die Bergungen ziemlich kompliziert, es ist relativ verböiger Wind, der Wind ist ein ziemliches Kriterium für diese Art von Bergungen. Die Bergung an sich, da ist eben ein sehr präzises Fliegen gefragt und die Zusammenarbeit in der Besatzung zwischen Pilot und Bordtechniker. Und der Pilot ist ja dafür zuständig, dass er eine saubere Schwebeposition einhaltet. Der Bordtechniker ist dafür zuständig, dass er eben die Seilwinde bedient und dem Piloten auf die Schwebeposition hin einweist. Da muss man natürlich die Anweisungen genau befolgen. Da geht es um alles unter einen Meter vor die Anweisungen. Und es ist halt dadurch, dass wir die Seilwinde nicht bis zum Boden machen, ist das alles in Schwebe. Die Gondel kann sich leicht bewegen vom Downlash und vom Wind. Also kommt schon ganz schön viel zusammen, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht beim ersten Durchgang. Die Flugretter-Einsatzgruppe Süd wird für Einsätze herangezogen, wenn es darum geht, Waldbrände zu bekämpfen, nach heftigen Schneefällen oder nach sonstigen Unglücksfällen, wo eben die zivilen Einsatzkräfte nicht auskommen bzw. Unterstützung durch das Heer benötigen. Meine Aufgabe konkret als Kommandant der Flugretter-Einsatzgruppe Süd ist es, dafür zu sorgen, dass Bereitschaftsflugretter für jede Kalenderwoche des Jahres bereitsteht, sollte es zu solchen Unglücksfällen kommen und eben dann zum Einsatz gebracht wird. Konkret in solchen Unglücksfällen wäre es dann auch meine Aufgabe als Einsatzleiter, den Einsatz der Flugretter zu koordinieren, ja, und eben auch zum Einsatz zu bringen.
Die Flugreiter und die Hubschrauber halt üben die Liftübung heute. Na, für uns ist das halt extrem halt gefährlich, die letzten 1-2 Meter. Die Liftseile, dass wir die noch einmal im Auge haben und uns noch mit der Hubschrauber-Mannschaft noch immer absprechen. Die halt einmal Leute, die was rausholen, die sind da meistens so sehr emotional und aufgeregt. Und es ist auch unsere Aufgabe, dass wir jetzt ein bisschen rüberkommen und, ja, und dann noch ein unbeschadet wieder rüberbringen. Eines der größten Schwierigkeiten bei dieser Übung heute waren die Windverhältnisse. Speziell in den Bergen ist man es gewohnt, dass der Wind sich sehr stark ändert und sehr schnell ändert. Das hat man heute hier in diesem Liftbereich auch gehabt. Der Wind ist quasi von allen Richtungen gekommen, in jeder Stärke. Und das ist eine große Schwierigkeit, wenn man mit dem Hubschrauber Bergungen von Liftstützen macht oder von Liftgondeln macht, weil natürlich alles in Bewegung ist. Weiters kann man zu dieser Übung sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Bergrettung und der Feuerwehr und speziell hier auch mit den Liftrettern sehr gut funktioniert hat. Das sind alles Profis in ihrem Bereich. Darum war der Ablauf äußerst flüssig und schnell und darum ist auch in dieser kurzen Zeit so viel Übungsinhalt in dieser Übung untergebracht worden. Danke sehr.